Die Landtagswahl steht kurz bevor. Aus diesem Grund hat das ST mit den Kandidaten der einzelnen Parteien eine kleine Bustour veranstaltet. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet sollten die Politiker Fragen zu Themen wie Sicherheit, Flüchtlingen, Finanzen und Bildung beantworten, etwa an der Gesamtschule Höscheid. Im Klassenzimmer ließen sich Diana Lanzen von den Piraten, Silvia Löhrmann von den Grünen, Alexandra Mehdi von den Linken, Horst Jahnke von der FDP, Arne Moritz von der CDU sowie SPD-Kandidatin Marina Dobbert befragen. Unter anderem ging es dabei um Inklusion. Was soll das denn jetzt heißen? Hier ist auch keiner klein. Neben der Gesamtschule stand bei der etwa zweieinhalbstündigen Tour auch die DRK-Flüchtlingsunterkunft an der Mühlenfer Straße auf dem Programm. Die Kandidaten ließen sich von DRK-Mitarbeitern das Gelände zeigen. Anschließend bezogen sie Stellung zu Themen wie Abschiebung und Integration. Für die Kandidaten beginnt nun die heiße Wahlkampfphase. Die Bustour war einer von vielen Terminen, die die Politiker derzeit wahrnehmen. Sie alle wollen in den Landtag. Wer das Rennen macht, entscheidet sich am 14. Mai.